Schönen guten Tag, liebe Theaterfreunde. Hier sind wir endlich angekommen in unserem neuen Domizil, dem neuen Domizil des Wohnzimmertheaters Podium. Ich darf Sie mal kurz mitnehmen auf einen kleinen Rundgang. Folgen Sie mir. So, herzlich willkommen erstmal in unserer Kulturküche. Das ist neu bei unserem Wohnzimmertheater Podium. Mit einer kleinen Bühne für Stand-Upper, die nicht mehr brauchen als ein Mikrofon und einen Barhocker. Ja, hier bekommen Sie jetzt auch was zu essen und zu trinken. Es gibt Abendbrot, es gibt Kaffee, es gibt Bierchen. Alles, was das Herz begehrt. Und von der Kulturküche geht es dann weiter in unser neu gestaltetes Wohnzimmertheater Podium. Kommen Sie mit. So, angekommen in unserem neuen Wohnzimmertheaterpodio. Unsere Freunde werden vieles wiedererkennen. Es gibt natürlich noch unser Bücherregal mit denselben Büchern drin. Es gibt allerdings mehr Platz für die Zuschauer. Die Stühle sind etwas breiter geworden und haben mehr Platz. Sie werden auch mehr Luft zum Atmen haben hier auf jeden Fall. Das verspreche ich Ihnen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen. Ja, und hier darf ich Ihnen nun unsere neue großzügige Künstlergarderobe zeigen. Ist richtig schön geworden, freue ich mich drüber. Also hier werden sich hoffentlich alle unsere Künstler und natürlich auch wir selber wohlfühlen. Es gibt sogar die Besetzungscouch. Verraten Sie es nicht weiter. Aus der Künstlergarderobe kommen wir dann wieder in die Kulturküche. Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich einen Raum nicht vorenthalten. Das WC. Unsere weiblichen Gäste haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Es gibt sage und schreibe 3 Damentoiletten. Welch ein Luxus! Da braucht's kein langes Anstehen mehr. Wunderbar. So, das war unser kleiner Rundgang in unseren neuen Räumlichkeiten an der Obergard 60. Und ich hoffe, wir haben Sie etwas neugierig gemacht und Sie kommen uns zahlreich und oft hier in unseren neuen Räumen an der Obergard besuchen. Vielen Dank, bis bald!